And so it begins. The necromancer's abyss lies at his feet. He is dark and terrible, and the cries of the dead follow him wherever he goes. There is nothing but hate in his heart. Hate for those who have taken his beloved, who have made him do terrible things, who have taken his humanity. Now, reap the whirlwind, scions of death, for comes the Prince of Darkness. Das sieht nach einem harten Aufstieg aus. Na dann, Gabriel. Ich sehe schon die fliegenden Plattformen. Das kann ja nur kuschelig werden für uns. Tierkreise? Oh, was? Okay. Das ist spannend. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Haben wir irgendwelche Hinweise? Ja, hier drüben liegt doch einer. So, schauen wir doch mal. In den Lehren der Nekromanten taucht häufig ein Konzept auf, das manchmal nur der Schlüssel genannt wird. Dieser soll essentiell sein, wenn man ihre Domänen betreten möchte. In der vierten Woche des Monats der Jungfrau wird der Schatten stärker sein als das Licht und der Pfad zum Abgrund wird enthüllt werden. Ich warte schon seit Monaten auf diesen Tag. Die Zeit scheint stillzustehen, seit ich hier angekommen bin. Was, in der vierten Woche des Monats der Jungfrau? Na dann! Oh Gott, ich kenne mich mit Tierkreiszeichen so absolut gar nicht aus. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Okay, was haben wir? Widder, Stier. Sind die hier chronologisch geordnet? Denn das sind Fische, glaube ich? Oh, ich kenne mich nicht aus damit. Oh, shit. Ist das da die Jungfrau? Ich habe keine Ahnung. Lass mal machen hier. Ich weiß nicht, was ich hier tue, ehrlich gesagt. Sind das Zahlen? 12, 13, 14... 15? Wie weit geht das? 17, 18, 19, 20. Gut, ich stelle mal auf 4. Auch wenn ich da jetzt noch mal eine ganze Weile drehen muss, bis ich da bin. Aber vielleicht müssen wir einfach bloß... Ah, ich muss noch mal schauen, was war das für ein Mond gewesen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. 7, 6, 5, 4. Drehen wir das erstmal. Voll oder halb? Oder Neumond wahrscheinlich nicht, denn das hatten wir ja gerade. Voll. Sieht zumindest ganz gut aus. Müssen wir vielleicht hier noch was drehen? Nein. Das hier. Okay. Man müsste halt wissen, was die Jungfrau ist. Wartet mal, was haben wir denn? Ist das hier Krebse? Kann das sein? Krebs, Löwe. Wartet mal, Löwe ist Ende Juli, Anfang August. Dann müsste doch das ja die Jungfrau sein, oder? Sieht ja eigentlich auch ganz gut aus, muss ich sagen. Kann ich das so lassen? Passiert da irgendwas? Sieht nicht so danach aus eigentlich, ne? Moment, ich muss noch mal ganz kurz schauen, was drin stand. Bezüglich des Mondes.
So, wird der Schatten stärker sein als das Licht? Eine Pfad zum Abgrund wird enthüllt werden. Nein, ich will mir die Lösung nicht ansehen. Schatten stärker als Licht heißt für mich, dass wir irgendwo... Ja, die Frage ist, was ist hier Schatten, was ist Licht? Also so vielleicht? Nein. Wir gehen ja eigentlich wieder davon weg. Vom eigentlichen Lösungsdingens Ansatz. Nee, eigentlich, wenn wir wollen ja sehr bestimmt durch das Loch kriegen, oder? Das Licht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo hier drüben ist, oder? Oh, was? Das war überraschend gerade. Okay, schauen wir mal. Okay. Damit wären wir wieder hier. Nochmal schauen. Die Sache ist halt, ich habe halt keine Ahnung, was hier die Jungfrau ist und was irgendwas anderes sein könnte. Ich mach das mal so. Schauen wir mal an, inwiefern sich das verändert. Schatten stärker als Licht ist nicht das, wo ich gerade rumspringe. So, lass mal kurz hier. Schatten stärker als Licht. Ist das hier irgendwo? So, nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Leute. Ich glaube, das merkt man auch, oder? Tja, und damit bin ich wieder beim wahrscheinlich Neumond. Da bin ich drunter. Eigentlich bin ich da genau drin. Oder mit dem halt. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Warte mal, ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn ich hier die Nummer verändere. Sind das Tage? Sind das Tage? Wenn es Tage sind, muss ich... vierte Woche heißt ab dem 21. Tag. Das kann natürlich auch sein. Lass mal kurz... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen umständlich, aber naja. Also 21 Tage sind ja 3 Wochen. Da wären wir hier. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gehe mal auf die 28. Mal sehen, was da passiert. Dann sind genau 4 Wochen rum. So. So nicht. Ich gehe nochmal auf das. Oder auch nicht. Da verändert sich nicht mehr viel. Stelle ich mal so fest. Okay, ich werde mal noch ein bisschen am Mond drehen. Okay. Sieht spannend aus. Aber die treffen sich nicht. Ich glaube, die müssen eine Sonnenfinsternis ergeben. Kann das sein? Wartet mal. Sonnenfinsternis ist bei Neumond. Ich gehe nochmal da drauf. Soweit, so gut. Jetzt noch den richtigen Monat vielleicht. In die andere Richtung. Ja, sehr gut. Da haben wir unsere ausgerichtete Sonnenfinsternis. Ein bisschen fricklich das Ganze, aber man kommt doch drauf, wenn man ein bisschen herumprobiert. Und das dachte ich mir, dass die Brücke sich fortsetzt. Damit ist unser Weg erstmal frei. Wahrscheinlich bis zum nächsten Rätsel. Nicht wahr? Okay, das sieht aus, als ob es kompliziert wäre. Zeig mal her, mein Freund, was du da hast. Farben sind Bewegungen. Das hat die Hexe zu mir gesagt, ehe sie mich herbrachte. Erst wusste ich nicht, was sie meint. Aber jetzt bin ich sicher, dass es mit diesen Bodenplatten zusammenhängt.
So weit wäre ich auch schon gekommen. Warte mal, Farben sind Bewegungen, das heißt, ich muss drüber laufen oder kann ich hier was aktivieren? Okay, nicht so. Macht eigentlich auch keinen Sinn, dass wir hier mit der Licht- und Schattenmagie arbeiten müssen, denn wir haben keinen Spender dafür. Kann ich hier draufhauen? Ups, das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber zerstör ruhig. So, da wollte ich draufhauen. Das ist schon mal okay, bringt mir aber nichts. Farben sind Bewegungen. Was willst du mir sagen, mein Freund? Muss ich von einem bestimmten Feld zu einem bestimmten anderen gehen? Kann ich da drauf werfen da hinten? Nee. Ich glaube, er würde es anvisieren, wenn das gehen würde. Und vor allen Dingen müsste dann hier auch wieder ein Spender sein. So, warte mal. Rechts, geradeaus, links. Muss ich hier vielleicht irgendwie... So? Rechts? Aber es müsste doch bestimmt... Es würde doch bestimmt leuchten, wenn das so wäre, oder? Nee, macht irgendwie keinen Sinn. Ich vermute, ich muss diesen Pfad ablaufen. Aber wie kann ich das hier vorne überhaupt erstmal aktivieren, ist die Frage. Oh, was? Oh, kenne ich den Move überhaupt schon? Sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich glaube, der bringt mich hier bloß nicht weiter. Was soll ich tun? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es mit der Magie geht. Ach so. Vielleicht auch den richtigen Schalter benutzen. Oder den richtigen Dingens. Schlag. Ah, okay. Wir müssen auf die Teile hauen. So, der hier ist nächstes. Was zeigt mir das Ding gerade an? Achso, wir gehen jetzt andersrum, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich wundere mich gerade über die... Ach so, warte mal. Wir fangen nochmal neu an. Also, das ist unten... Das ist oben. Das ist links. Das ist wahrscheinlich rechts. Ja, und das ist dann oben. Okay, alles klar. So, lass nochmal neu machen. Die Frage ist, wo fangen wir an? Fangen wir oben an. Wenn wir oben anfangen, dann nehme ich mir einfach den hier. So, dann als nächstes rechts. Das wäre ein roter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ganz ehrlich. Ich probiere einfach mal. So, also ich arbeite mich jetzt von unten nach oben auf diesem Leuchtfeld vor. Dann wäre als nächstes links. Dann eins nach unten. Dann wieder links. Dann zwei nach oben. Jetzt rechts. Und nochmal eins nach oben. Scheint keinen Sinn zu machen. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht ganz genau, was ich tun muss. So, Spratze. Ach doch, ah, jetzt habe ich es aktiviert. Bin ich richtig? Es sieht sehr gut aus.
Oh ja. Das Rätsel ist gelöst, auch wenn ich nicht ganz genau wusste, was ich ja eigentlich tun muss. Aber meine Intuition hat mich dann doch nicht ganz getrogen. Na dann. Oh Gott. Fast daneben gesprungen. Ist es sicher, in ein schwarzes Loch zu springen? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Weil wir es können. Oh, hallo. Der hat nicht viel ausgehalten. Ein Sensenmann. Größe, Mittel, Schwierigkeit, Mittel? Echt? Nur mächtige Hexer können diese gefährlichen Geister herbeirufen und kontrollieren. Sensenmänner sind körperliche Manifestationen des Todes selbst. Ihre äußere Gestalt hängt vom Glaubenssystem derer ab, die ihnen gegenübertreten. Aber den meisten Leuten erscheinen sie als Skelette mit langen Umhängen, die große Sensen schwingen. Okay, kann ich sie denn besiegen, ist die Frage. Ich habe gerade nicht das Gefühl. Oh, ich sollte mich nicht treffen lassen von denen, stelle ich gerade fest. Gut, lass mal kurz an die Kante hier oben gehen. Nein, da wollte ich noch gar nicht hin. Ah. So, warte mal. Das schaffe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Aha, so geht das. So, komme ich denn... nachher drüben. Ja, komme ich. Aber was kann ich hier machen, ist die Frage. Nicht viel, wie es aussieht. Nicht viel. Vielleicht kommt das noch. Oh, das war nix. Ja, gehen wir doch einfach mal wieder da hoch und aktivieren diesen Spiegel. So zum Beispiel. Was haben wir denn da? Okay. Das war spannend. Und ich sehe schon, ein Fehltritt könnte hier sehr, sehr ungemütliche Folgen für uns haben. Na gut. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel näher. Ja, ja, verzieht euch mal hier. Oh Gott, noch mehr ging nicht, hä? Oh Gott, ich gehe mal zur Seite. So, wie viel müsst ihr denn mit diesen Gruppenschlägen kriegen? Auch ein paar. Na gut, das geht aber noch. Und ein Hüpfer für uns. Das reicht gerade so. Wunderbar. Da drüben ist doch schon der Spiegel. Wir sind unserem Ziel nahe. Und danach? Ein neues Rätsel oder ein wirklicher Fortschritt auf dem Weg zum Sensenmann? Zum echten. Das sieht nach Endkampf aus. Oh, hallo! Der Nekromant. Größe, Mittel, Schwierigkeit, hoch. Die Nekromantie ist die teuflischste aller Schulen der Magie und kann nur von den Anhängern des dunklen Fürsten der Toten ausgeübt werden. Anders als bei Vampirismus und Lykanthropie lassen sich die Kräfte, die nötig sind, um die Energien der Verstorbenen zu kontrollieren, nicht ohne weiteres erwerben. Der dunkle Fürst teilt nur eine geringe Menge seiner Kraft mit seinen Anhängern, welche selbst sterben müssen, um die ihnen anvertrauten Fähigkeiten nutzen zu können. Sobald sie tot sind, werden sie zu seinen Leibeigenen,
Ihr Meister kann sie mit seiner eigenen beachtlichen Macht kontrollieren. Na, das klingt doch sympathisch. Dein Stab leuchtet. Oh shit. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Lichtmagie ins Spiel bringen. Ist natürlich cool, Leben von einem abzuzapfen, der eigentlich schon tot ist. So, das gibt zumindest ein bisschen Leben für uns zurück. Das ist auch sehr schön. Oh shit. Kann es sein, dass es überhaupt nichts bringt, ihn anzugreifen? Ich glaube, wir müssen einfach bloß seine Zombies besiegen, um ihm Leben abzuziehen. Ist das möglich? Das sah gerade danach aus. Dementsprechend werde ich mich natürlich ein bisschen zurückhalten. Und einfach Zombies klatschen. Ach komm schon. Sei kein Spielverderber. Gut. Oh nein, jetzt greift er auch noch an währenddessen. Das ist uncool. So weit, so gut. Er holt sich immer das zurück, was ich nicht töte. Ah, komm! Nicht so. Nicht so. Ich weiß halt wirklich nicht, ob es das bringt, ihn zu schlagen. Auf jeden Fall bringt es das, seine Zombies zu klatschen. Nicht mit mir. Es klingt so herrlich, wenn ich auf diese Massen von Zombies einprügel. Na komm schon. Mist. Gib mir mal kurz das Leben hier drüben. Das hätte ich gern. Oder diese Lichtmagie. Ist, glaube ich, dringend nötig. Und eine weitere Runde Fleischklatschen. Genau in die falsche Richtung ausgewichen. Nicht mit mir. Komm schon. Gib mir Zombies. Oder stirb einfach. Na, wie wär's ohne dein Stäbchen? Oh ja.